Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Wind Waker HD, ist doch ganz klar. Ja, die Rettungsaktion von Links kleiner Schwester Aril, die ist ja leider mächtig nach hinten losgegangen. Der riesige Vogel hat Link nämlich leider entdeckt, sich geschnappt und dann ganz weit raus aufs offene Meer geschleudert, wo er beinahe ertrunken wäre, wenn nicht plötzlich einfach mal so der rote Leuenkönig aufgetaucht wäre. Hier, das ist er, ein sprechendes rotes Drachenboot, ganz schön abgefahren. Aber er hat gesagt, er ist auf unserer Seite und er hat uns auch noch gesagt, dass dieser finstere Mann, der den Vogel quasi befehligt hat, dass das Ganondorf sein soll. Und wenn das stimmt, dann ist hier wirklich die Kacke am Dampfen. Mit dem ist wirklich nicht gut Kirschen essen, der ist ja immerhin der Großmeister des Bösen. Und ja, jetzt sind wir halt hier auf einer Insel namens Portemonnaie. Das ist eine Handelsinsel und hier sollten wir uns erst einmal ein Segel besorgen, damit wir überhaupt mal hinaus aufs weite Meer fahren können. Ich kann euch nochmal ganz kurz die Karte auch zeigen, damit ihr wisst, wo wir sind. So, Portemonnaie ist nämlich hier, die verwunschene Bastion ist da drüben und ganz da unten, da ist Präludin. Also wir sind wirklich sehr weit weg von zu Hause, aber ich finde, Heimweh haben wir nicht wirklich. Also zumindest sieht Link jetzt nicht danach aus, als hätte er Heimweh. Deswegen, mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen. Abgesehen vom Segel kann man hier aber noch andere Dinge erledigen. Also nicht nur das Segel kaufen, man kann hier schon die eine oder andere Nebenquest machen. Und deswegen werde ich mich da auch mal drum kümmern. So, sind wir gleich zwei kleine Mädchen. Wer seid ihr denn? Was ist? Warum siehst du uns mit so neugierigen großen Augen an? Gib's zu, du hältst uns wegen unserer Schönheit für Quasselstrippen, stimmt's? Nee, das habe ich nie gesagt. Was willst du? Wir sind gerade sehr beschäftigt. Nur weil wir so unwiderstehlich süß sind, heißt das nicht, dass wir gleich von jedem angesprochen werden wollen. Ist ja gut, ey. Jetzt haben sie es mir aber gegeben, hm? Oh, hier haben wir noch ein paar süße Ferkel. Ich meine, ich möchte jetzt kein Tierquäler sein, aber ich möchte euch trotzdem mal zeigen, was passiert, wenn man so fies ist und diese süßen kleinen Ferkel ein paar Mal mit dem Schwert attackiert, was dann passiert. Okay, gut, wenn sie jetzt ins Wasser fliehen, dann kann ich das nicht so gut zeigen, aber hier waren ja, glaube ich, noch welche. Irgendwo... Hallo? Ferkelchen? Egal, ich kann mir das auch mal schnappen. So, komm her. Will ich das ja nur ganz kurz zeigen und... Sag mal... Sieht aus, als würde es einen fahren lassen oder so. Wie gesagt, wenn man den ein paar Mal nervt mit dem Schwert, dann werden die richtig sauer. Ach egal, ich lasse es lieber in Ruhe. Ich lasse es in Ruhe, ich will kein Tierquäler sein, ich kann euch das ein anderes Mal zeigen, das ist jetzt nicht so wichtig. So, wen haben wir denn hier zum Beispiel? Ich habe mir kürzlich ein paar Schweine gekauft, ganze drei um genau zu sein, und dann auch noch diese seltenen schwarzgefleckten. Natürlich brauchen die viel Auslauf, um auch was von der guten Meeresluft zu haben, aber da macht man sich dann schon so seine Sorgen um die Kleinen. Mhm, das heißt, die Schweinchen hier, die gehören ihm? Ja, dann werden wir mal lieber nicht ärgern, hm? So gemein will ich jetzt doch nicht sein. So, wen haben wir denn hier? Einen alten Mann? Ich flehe dich an, bitte, junger Mann, bitte. Du musst dir meine Bitte anhören. Wo drückt denn der Schuh? Meine über alles geliebte und einzige Tochter Dolores wurde von diesen Ungeheuern der verwunschenen Bastion verschleppt. Keiner weiß, was sie sich dabei denken. Sie durchstreifen die ganzen Lande und verschleppen lauter kleine Mädchen, die noch ihre Milchzähne haben. Verhext nochmal. Was wollt ihr nur mit meiner Tochter? Geld ist bei mir ja wirklich keines zu holen. Ich flehe dich an, bitte rette meine Tochter, ich flehe dich an. Zeig es diesen verdammten Halunken von der vermutlichen Bastion, bitte so richtig. Ach, keine Sorge. Wenn wir mal wieder dort sind, dann werden wir da mächtig aufräumen, dann kannst du dich drauf verlassen. Und wen haben wir hier? Was? Du willst also ein Boot segeln? Jetzt denk doch erstmal nach, Junge. Wir sind Seemänner und Segel sind für uns überlebenswichtig. Da kannst du doch nicht allen Ernstes glauben, wir würden die hier einfach so jedem verkaufen, oder? Was das angeht, wirst du schon jemand anderen fragen müssen, Junge. Ja, vor allem wie der guckt, ey. Wenn Blicke töten könnten, hä? Naja. Und wen haben wir hier? Hier ist es wirklich friedlich, fast schon etwas langweilig. Die Menschen auf dieser Insel hier würden wohl im Traum nicht daran denken, mal raus auf hohe See zu fahren.
In ihren Gesichtern kann man deutlich lesen, dass sie sich weder für Boote noch für Segel interessieren. Außer uns Seemännern weiß es wohl keiner, das Leben auf See zu schätzen. Tja, das kann ganz gut sein. Was ich übrigens auch so geil finde, ihr seht ja hoffentlich am Horizont andere Inseln, ja, so ein bisschen klein, aber zum Beispiel die da hinten, die erkennt man natürlich etwas besser, da hinten. Es ist ja unabstreitbar, dass die Wii U eine deutlich höhere Rechenleistung hat als der GameCube damals, das ist ja eh ganz klar. Es war nämlich immer so, der GameCube konnte immer nur einen ganz kleinen Bereich vom großen Ozean laden und die Inseln, die etwas weiter weg waren, die hat man gar nicht gesehen und wenn man sich dann denen genähert hat, sind die einfach mal so aufgepoppt, das hat halt nicht so super toll ausgesehen, aber ich habe gelesen, die Wii U soll tatsächlich in der Lage sein, den gesamten großen Ozean komplett auf einen Schlag zu laden. Das heißt, wenn wir mal auf hoher See sind, dann sehen wir sofort mehr oder weniger alles. Also wenn Inseln weiter weg sind, erscheinen die trotzdem als winzige Silhouette am Horizont und wenn wir näher kommen, dann werden die halt immer größer. Also ich finde wirklich, das haben die richtig super gemacht. Und hier der ganze Wind, die Wolken, das sieht alles so geil aus, hier die Sonne, also es ist einfach nur wunderschön. Einfach nur wunderschön. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ah ja, genau. Ich habe gesagt, ich möchte in diesem Let's Play gerne ein bisschen Hintergrundwissen mit einbauen. Vor allem was die hylianische Sprache betrifft. Ich meine, hier zum Beispiel, wir haben doch hier diesen Torbogen und da ist etwas eingraviert. Und da denkt man sich doch eigentlich, was steht denn da? Ja, und ich kann euch das sagen, was da steht. Also wie gesagt, das sind hylianische Schriftzeichen, die kann man ins Japanische übersetzen. Und da würde dann stehen, Yokosu Taura Tohe, was so viel bedeutet wie Willkommen auf Taura Island. Und Taura Island, das ist der japanische Name von Portemonnaie. Ja, ist doch interessant. Oder hier drüben, hier haben wir auch noch etwas, hier haben wir ja einen Bombenshop. Und da steht auch wieder was Interessantes drauf. Ja, da oben. Da steht nämlich Sekai Ishinobakudan, was so viel bedeutet wie die besten Bomben der Welt. Wollte ich jetzt nur mal so gesagt haben. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht jeder weiß. So. Hey, cool. 10 Rubine. Schauen wir doch mal ganz kurz in den Bombenshop rein. Du bist hier im Bombenladen. Was? Bomben 10 Stück, 10.000 Rubine? Ist der wahnsinnig? Na, ich glaube wirklich nicht, dass du dir die von deinem Taschengeld kaufen kannst. Oh mein Gott, ey. 10.000 Rubine, das ist ja verrückt. Ha, da reicht dein Geld wohl nicht ganz, was? Glaubst du etwa, ich verkaufe meine Bomben zu einem Rotzlöffel ohne Geld? Tu mir den Gefallen, verlass endlich meinen Laden. Alter, wie kann man denn so viel für Bomben verlangen? Das ist ja Wucher. Aber es geht noch schlimmer hier. Bomben 20 Stück, 20.000 Rubine. Jetzt sag mir aber bloß nicht, dass du dir das leisten kannst. Und es geht noch extremer. 30 Stück, 30.000 Rubine. Du willst es einfach nicht verstehen, oder? Das kannst du dir nicht leisten, du Lümmel. Und jetzt verschwinde. Kinder gehören nicht zu meinen Kunden. Verschwinde, und zwar schnell. Das ist aber nicht sehr kundenfreundlich hier. Ich werde mich beschweren. Du wirst schon sehen. Ich werde mich beschweren. Unglaublich, was der für Bomben verlangt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Tja, so schnell werden wir uns leider keine Bomben leisten können. Aber das macht nichts. Das ist im Spiel schon so festgelegt, dass wir die erst später bekommen. Dabei brauchen wir sie nicht. So, hier in den Büschen sind dann immer ein paar Vasen versteckt mit Rubinen drin. Erkunden wir noch ein bisschen die Insel. Wir haben doch Zeit. Ob du es mir glaubst oder nicht, ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. ja, wenn du glaubst. So, was haben wir hier? Ein Schild. Ach ja, da steht ja auch wieder was drauf. Da steht das ganz kurze Wort Kusuri und das bedeutet Medizin. Also hier unten auf dem Schild, da steht Kusuri und das bedeutet übersetzt im Japanischen Medizin, weil das ist nämlich eine Apotheke. Aber da brauchen wir jetzt nicht wirklich reingucken, weil da können wir jetzt eh nicht wirklich was machen. So, meine Börse ist jetzt schon wieder beinahe ganz voll. So, wir sitzen hier auf den Stufen rum. Du suchst ein Bootsegel und warum fragst du dann mich? Sehe ich etwa aus wie ein Seemann? Ich habe gerade eine depressive Phase. Frag doch den eingemummten Typen da vorne und lass mich in Ruhe.
Habe ich da etwa einen Nerv getroffen? Tut mir leid. Was ist denn der da vorne? Der sieht ja aus wie ein... Hallo Junge, hast du den Briefkasten am Hafen gesehen? Wenn du mal jemanden einen Brief schicken willst, dann lege doch einfach auf Y, X oder R und wir finden ihn in den Briefkasten ein. Es dauert dann nicht lange und er wird von einem Postboten des Volkes der Orne geholt. Die nehmen ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Aha. Na gut, seinen Orne haben wir ja schon mal gesehen. Das war ja der eine... ihr wisst schon. Der eine Typ auf unserer Heimatinsel. Der sieht ja ziemlich cool aus und den werden wir sicher nochmal wiedersehen. So, und wer seid ihr zwei Draht standen? Ja, sie läuft wirklich immer so aufgetackelt herum. Kaum zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerüchterweise soll sie einen Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hm? Jetzt sag bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, anderer Leute Gespräche zu belauschen. Merkt ihr das bitte? Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für ein Kind wie dich. Ja, nee, ist klar. Wahnsinnig wichtige Dinge. Wie viele Accessoires jetzt hier irgendeine Lehrerin auf der Insel besitzen soll und so. Frauen. Nee, manchmal verstehe ich Frauen einfach nicht. Und hier oben, wir haben auch wieder ein Schild. Wisst ihr, was da drauf steht? Ganz einfach, Kaffeebar. Da steht wirklich einfach Kaffeebar drauf. Aber das ist nämlich auch eine. Aber da brauchen wir jetzt auch nicht reingehen. Wichtig ist jetzt, dass wir mit ihm hier sprechen. Auch wenn er ein bisschen seltsam aussieht. Ich komme aus einem fernen und kalten Land, wo die Eiswinde wehen. Mein Weg hat mich über das verwunschene Meer bis hierher nach Portemonnaie geführt. Ich war gerade auf See, als dieser Monstersturm mein Boot zu Schiffsfrikassee verarbeitete. Als ich hier auf dieser Insel wieder zu mir kam, war da noch dieser andere Kerl. Aber sie haben ihn direkt eingebuchtet, weil er nun ja etwas verdächtig aussieht. Jetzt wird er wohl in einer Zelle irgendwo auf dieser Insel sein. Der arme Kerl geht mir nicht aus dem Kopf. Könntest du ihm vielleicht aus seiner misslichen Lage helfen? Wie jetzt? Hey cool, das haben sie schon mal anders gemacht. Oh Mann, dieser arme Kerl will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Die haben ihn in eine Zelle irgendwo auf dieser Insel gesperrt. Seine Klamotten sehen fast so aus wie deine. Du solltest ihn also erkennen, wenn du ihn siehst. Ah ja, da muss ich jetzt mal was dazu sagen. Normalerweise würde er uns nämlich das Segel verkaufen, aber... Nintendo hat jetzt, wie gesagt, nicht nur einfach mal so hier eine HD-Grafik für Wind Waker HD entworfen und sich dann so gedacht, nur das war's. Nein, die haben natürlich auch ein paar andere Änderungen im Gameplay gemacht. Und zum einen ist es jetzt scheinbar so, dass wir das Segel nicht sofort einfach bei ihm kaufen können, wie es im Original der Fall war. Nein, wir müssen zuerst mal jemandem helfen, der, wie auch immer oder warum auch immer, im Knast sitzt. Tja, dann werden wir den mal suchen gehen. Hier sitzt wieder jemand auf einer Bank rum. Im Portemonnaie versammeln sich Händler und solche, die es werden wollen, aus aller Welt. Es ist ein regelrechter Umschlagplatz für allerlei Waren und vor allem für Geld. Nun, sicherlich mag Geld sehr wichtig sein, aber ich finde, dass es den Menschen heutzutage, wie soll ich sagen, vielleicht etwas zu sehr an Frohsinn fehlt. Das Leben ist schließlich lang und manchmal sind es eher die Kleinigkeiten und Umwege, die am meisten Freude bereiten. Da liegst du gar nicht mal so falsch. Nee, also ich würde sagen, der hat sogar recht. So, zack. Okay. Oh, Moment mal. Haben die jetzt das Limit auch angehoben oder habe ich mich da jetzt auch geirrt? Waren das 300 Rubine anfangs und keine 200? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ich habe jetzt 202 Rubine, ist auch nicht schlecht. Ich habe nämlich schon geglaubt, dass man nur 200 Rubine maximal tragen kann. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt, ganz ehrlich, bin ich mir so sicher. Das ist mir direkt peinlich. Also kann gut sein, dass es eh immer schon 300 Rubine am Anfang waren, nicht 200, oder sie haben das sogar auch um 100 Rubine erhöht, dieses Limit. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sagen. Aber ist jetzt auch egal, dann ist wenigstens meine Börse doch noch nicht ganz voll. 222 Rubine ist auch eine witzige Zahl. Wer bist du? Hast du schon mal etwas über Draconia gehört, mein Junge? Es ist eine Insel im Osten, gar nicht so weit weg von hier. Man erzählt sich, dass dort ein Volk namens Orni, das wie die Vögel durch die Lüfte fliegen kann, zusammen mit dem Hüter des Himmels leben soll. Für jemanden wie mich, der diese Insel noch nie verlassen hat, klingt das natürlich nach wahnwitziger Fantasterei. Ach, hätte ich doch nur ein eigenes Boot. Ja, Draconia können wir übrigens von hier aus sehen, das ist die Insel dort drüben. Da werden wir später noch hinfahren, aber wie gesagt, wir brauchen erstmal ein Segel. Und dazu müssen wir diesen komischen Typen helfen, der angeblich dieselben Klamotten trägt wie wir oder so ähnliche wie wir. Und hier sind noch vier... kleine Jungs. Bist du alleine? Hier ganz alleine bist du nicht einsam? Was machst du hier? Ich bin doch nicht einsam.
Warum stehst du hier alleine rum? Ist das heute deine Vorstellung von Spaß? Nie. Diese Stadt ist unsere Spielwiese. Wir sind die ganz kleinen Strolche. Was ihr nicht sagt. Die tun so, als wären sie eine Straßengang oder was? Die kleinen Knirpse? Macht euch doch nicht lächerlich. Und hier haben wir noch ein hübsches junges Mädchen oder vielleicht schon eine hübsche junge Dame. Na, was sagst du zu meinem Kleid? Selten und hübsch, nicht wahr? Das hat eine Freundin aus Präludin geschickt. Sie ist ein sehr geschicktes Mädchen, kann ganz fantastisch Wasserkrüge auf ihren Kopf balancieren. Hey, die kennen wir doch! Ist ja cool, die sind befreundet und die kennen sich, mehr oder weniger. Okay. Ja, ist interessant, doch, wirklich. So, wen haben wir denn hier drin? Wer wohnt denn eigentlich hier? Dich sehe ich aber zum ersten Mal. Fremden soll man nicht trauen, und das gilt natürlich auch für Kinder, aber sag mir doch einfach, woher du kommst, dann bist du ja kein Fremder mehr. Vor langer Zeit habe ich mal einem Fremdenreisenden mein Haus angeboten, doch dieser vergalt es mir, indem er mir meine wertvolle Fotobox stahl. Der Kerl wurde zwar geschnappt und in den Bau gewandert, aber meine Fotobox habe ich nie wieder gesehen. Er muss sie irgendwo im Gefängnis versteckt haben. Auf jeden Fall traue ich seit damals keinem Fremden mehr über den Weg. Woher weiß ich, dass du nicht ähnlich unlautere Absichten hegst? Jetzt geh, husch husch! Boah, ist ja fies, der scheucht uns einfach fort, aber gut, ich kann es irgendwie verstehen, der wurde mal beklaut. Moment mal, das kann doch eigentlich nur der Typ sein, von dem uns der andere gerade erzählt hat. Verstehe, deswegen sitzt er also im Knast, weil der die Fotobox geklaut hat, und da wundert mich ja nichts mehr. Dem sollen wir helfen? Naja. Soll so sein. Ach ja, hier haben wir ja auch wieder so ein Schild. Da steht natürlich auch wieder was drauf, wie die alle um mich herumwuseln. Also auf dem Schild steht auf Japanisch Shiawase Kyoshitsu. Das heißt so viel wie Happiness Classroom, also irgendwie so der fröhliche Klassenraum oder irgendwie so. Da können wir auch mal kurz reingucken. Weil hier drin haben wir die Lehrerin. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Nee, ich bin nur auf der Durchreise. Na, seht mal, da haben wir die vier Jungs ja. Die haben sich scheinbar selbst gemalt und denken, sie wären cool oder so. Das sind sie nicht. So, und hier auf dieser Tafel, da steht Aoisora Shiroikumo. Das bedeutet einfach blauer Himmel, weiße Wolken. Weil Aoi ist ja japanisch für blau und Shiro für weiß. Ich weiß gar nicht, stand hier sonst noch was? Warte mal, da oben. Da stehen ja auch noch so ein paar Dinge. Da steht, glaube ich, einmal Omoyari, Kiyoyoku und Tadashiku und Utsu Kushiku. Das bedeutet einmal Sympathie, Nobilität, Gerechtigkeit und Schönheit. Auch ganz interessant. Ja, mit der Lehrerin können wir später dann auch was machen, aber erstmal nicht. Erstmal nicht. Gut, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht rein, da kann ich ein Minispiel spielen. Ne, wir gehen jetzt erstmal diesen Typen da retten. Das Gefängnis ist nämlich eh gleich hier drüben. Und da tanzt jemand vor einem Grabstein. Was ist das denn? Wie sieht der denn aus? Tja, so war es wohl auch nicht. Was ich auch probiere, es stimmt einfach nicht. Oh, wie unhöflich von mir. Ich war so vertieft in meinen Tanz, da habe ich dich ganz übersehen, mein Lieber. Ich bin Terra Volta. Tanzen ist mir wichtiger als drei Mahlzeiten am Tag. Das setze ich klare Prioritäten und eines Tages werde ich ein Star sein. Aber genug geplaudert. Eins, zwei, drei. Weißt du, vor langer Zeit, da habe ich mal jemanden getroffen, der konnte doch tatsächlich mit seinem magischen Tanz den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen. An den Tanz kann ich mich noch einigermaßen erinnern, aber der Rhythmus ist mir irgendwie entfallen. Sag mir lieber, hast du vielleicht den Rhythmus im Blut? Naja. Eigentlich schon, aber
dazu fehlt mir noch etwas. Und wisst ihr, dass sogar auf seinem Anhänger hier auch wieder ein Schriftzeichen drauf ist? Ich hoffe, das sieht man. Das ist einfach die Silbe Tu. Das ist eine Silbe von seinem japanischen Namen. Ne? Die Silbe Tu. Und auf dem auf dem Grabstein steht eigentlich auch was drauf. Warte mal, was stand denn hier nochmal drauf? Muss ich jetzt nochmal nachgucken, weil das möchte ich ja auch wissen. Beziehungsweise ihr wollt das doch bestimmt wissen. Nehme ich jetzt mal an. Ah ja, genau, da steht 831 bis 894. Also Geburts- und Sterbedatum. Und da steht dann noch Idainaru Geyutsuka. Also ein großer Artist. Oder ein großer Künstler. Das steht da drauf, auf dem Grabstein. Na gut, so, wie gesagt, das Gefängnis, das ist hier. Also gehen wir mal rein. Hallo? Oh, da ist ja wirklich jemand. Hey, wie sieht der denn aus? Uiuiuiuiui, ein grünes Gewand wie meines, dazu ein grüner Hut? Bist du etwa eine Fee? Wow! Du hast bestimmt meine telepathische Botschaft empfangen, bis zu meiner Rettung geeilt, oder? 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 Du brauchst nichts zu sagen, Tingel weiß auch so Bescheid, Tingel weiß Bescheid. Mein Name ist Tingel, mein größter Wunsch ist es, eine Fee zu werden und ich war die ganze Zeit über auf der Suche nach euch. Aber irgendwelchen Leuten habe ich wohl nicht gepasst und ich wurde in dieses Gefängnis hier gesteckt. So eine Respektlosigkeit. Herr Fee, du musst mich schnell befreien und zu deinem Volk bringen. Ja, der Händler hatte gesagt, wir sollen ihm helfen. Deswegen werden wir ihn jetzt auch befreien. Weil hier hinter den Vasen ist nämlich der Schalter, um die Tür zu öffnen. So. Hui, ich danke dir. Hier, das ist für dich ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingel, Tingel, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast die Tingelflasche bekommen. Schreibe Miiverse Nachrichten, stecke sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst. Verwende sie, indem du sie auf Y, X oder R legst. Aber vergiss nicht, dass du mit dem Miiverse verbunden sein musst, um Nachrichten zu senden. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du hier sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingel mich erstmal auf mein wundervolles kleines Island. Du weißt ja, wo du mich findest. Ups, habe ich doch glatt was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? Oder, oder? Du hast Tingels Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Rufe den Kartenbildschirm auf, sobald du auf dem Meer bist und sieh sie dir an. Wirf doch mal auf den Kartenbildschirm einen Blick drauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten alten Tingel. Vergiss das nicht, okay? Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Hä, was sagt man dazu? Oh, du kannst es über das Miiverse Flaschenpost verschicken. Lege die Tingelflasche auf Y, X oder R, um eine Nachricht zu schreiben. Die Flaschenpost anderer Spieler wird am Strand angespült oder schwimmt im Meer. Sammle sie auf, um sie zu lesen. Den Empfang von Nachrichten kannst du in den Einstellungen jederzeit ändern. Flaschen vom Miiverse erhalten von jedem, nur von Freunden, von niemandem? Ja, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal von jedem, ich will jetzt nicht so assi sein oder irgendwie so ein Flaschenpost mit Spoilern. Ja, warum nicht? Ist doch eigentlich egal. Ich kenne das Original sowieso auswendig. Also, machen wir das mal so. So, du hast noch keine Tingelflasche gefunden, sogar an den Strand und im Meer nach innen. Ist ja okay. Normalerweise hätte man nämlich in der GameCube-Version etwas ganz anderes von Tingel bekommen, nämlich den sogenannten Tingel-Siever. Der sah aus wie ein grüner Game Boy Advance mit so einer Antenne dran, aber den gibt es hier in Wind Waker HD nicht, ganz einfach, weil man ja
den Game Boy Advance gar nicht mit der Wii U-Konsole verbinden kann. Deswegen hat sich Nintendo da was anderes einfallen lassen, nämlich eben diese Tingle-Flasche, womit man eben Flaschenpost über das Miiverse verschicken kann. Finde ich auch ganz interessant. Also ich hoffe, ich finde mal so eine Tingle-Flasche. So, hier in der Gefängniszelle können wir aber noch was anderes machen. Abgesehen jetzt mal, um den 5er Rubin einzusammeln. Wir können diese Kiste verschieben. Und dahinter ist ein Loch in der Wand. Da ist nämlich ein Geheimgang und dem werden wir jetzt mal folgen. Ich hoffe, ich kann mich noch halbwegs an den Weg erinnern. Das ist hier nämlich ein bisschen wie so ein Labyrinth aufgebaut. Und wenn wir da ans andere Ende gelangen, dann werden wir etwas finden. Wir dürfen nur, ja genau, seht ihr, hier auf der Seite sind so Holzplatten, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht drauf krabbeln, weil sonst, erleben wir eine böse Überraschung, also lieber geradeaus. Ich glaube, ich kenne den Weg noch von damals. So, hier geht's jetzt nochmal nach rechts um die Ecke und ja, ich bin da. Seht mal, was wir hier haben. Eine Schatztruhe. Was mag da wohl drin sein? Finden wir es heraus. Du hast die Fotobox gefunden. Benutze sie, indem du sie auf Y, X oder R legst. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig in ihr aufbewahren und das ist richtig geil. Wechsel mit ZR zu deinem Album, um sie zu betrachten. Dort kannst du sie auch in eine Flasche stecken und darin verschicken. Ist das nicht geil? Die Fotobox. Und die wurde nämlich auch ein bisschen abgegradet, mehr oder weniger. In der GameCube-Version konnte man gerade mal 3 Fotos speichern. Ja, das war nicht gerade viel, aber hier sind es 12. Das finde ich einfach geil. So, hier Items. Fotobox. Lege ich mal auf X. So. Okay. Kurz mal verwenden. Okay, da kann man umgucken. Hier, ich sehe das hier rechts unten 0 von 12. Also das finde ich richtig geil, dass Nintendo auch mal daran gedacht hat, das zu verbessern. Dass man jetzt mehr Fotos als früher speichern kann. Hier steht, glaube ich, jetzt noch eine Anleitung. Hier in Portemonnaie ist es mir endlich geglückt, eine Fotobox zu klauen. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang haben. Dummerweise war ich unvorsichtig und wurde gleich darauf geschnappt, was meine sofortige Inhaftierung zufolge hatte. Nun schmore ich in der Zelle, doch selbst jetzt ist meine größte Sorge, dass mir meine geliebte Fotobox wieder weggenommen werden könnte. Daher habe ich einen Tunnel gegraben und sie ganz tief im Inneren versteckt, damit sie von niemandem gefunden werden kann. Tja, aber wir haben sie gerade gefunden und wisst ihr, wer das geschrieben hat? Tingle natürlich. Der hat die Fotobox gestohlen, deswegen saß er im Knast und jetzt haben wir ihn freigelassen, ob das so gut war, aber ja, vielleicht hat er ja aus seinen Fehlern gelernt. Natürlich habe ich vor, mir meine geliebte Fotobox wiederzuholen, sobald ich erstmal aus diesem miefigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanleitung auf, bevor ich sie noch vergesse. Lege sie zuerst im Item-Menü auf YXR, durchdrücken von A, Lichtbilder machen, mit Hilfe von Background ansuchen. Durchdrücken von ZR können die Lichtbilder jederzeit betrachtet werden, allerdings fasst die Fotobox nicht mehr als 12 Lichtbilder gleichzeitig. Arg, ich muss schnell hier ausbrechen, eine ganze Welt wartet darauf, von mir auf Lichtbild gebannt zu werden. Tja, das werden jetzt wir übernehmen. Finde ich richtig cool, deswegen, das war schon mal eine kleine Nebenquest, mehr oder weniger. Na gut, man könnte es theoretisch jetzt sogar schon mit der Hauptquest verknüpfen, weil Nintendo ja geguckt hat. So, und jetzt mache ich absichtlich was, ich drehe mich jetzt nach rechts. Was zum... Das war mal eine fiese Überraschung, ne? Aber das wollte ich euch jetzt mal zeigen, weil es witzig war. Wenn wir auf so eine Holzplatte draufkriechen, dann sitzt da echt so eine fiese Ratte, zieht an so einem Schnürchen und dann geht die Holzklappe unter uns auf und wir plumpsen ins Wasser. Ist ja fies. So, dadurch, dass ich den armen Tingle jetzt quasi befreit habe, kann ich mir jetzt das Segel kaufen und dann werde ich aber diesen Part mal beenden. Weil ich glaube, der ist eh schon lang genug geworden. So, hey, wir haben ihm geholfen, du, dem Typen da. Was, du hast dem armen Kerl geholfen? Du musst ein Held oder sowas in der Art sein. Das wahre Held wirst du mir meine nächste Bitte sicher nicht ausschlagen. Ich will hier meinen eigenen Laden eröffnen und bräuchte etwas Startkapital. Du würdest mir sehr helfen, wenn du mir das einzige abkaufst, das mir am Besitz geblieben ist. Das hier. An sowas haben die Leute hier überhaupt kein Interesse. Auf dieser Insel hat keiner Lust darauf, auf hoher See zu reisen. Bitte, bitte, kannst du mir noch diesen einen Gefallen tun? Oh, großer Held, der Spaß kostet dich bloß läppische 200 Rubine.
würde ich normalerweise sagen, aber du hast ja dem armen Kerl so heldenhaft geholfen. Wie klingen 80 Rubine für dich? Ja, gut. Da danke ich aber recht herzlich. Ja, 80 Rubine, das ist die Rettung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll jetzt dir gehören. Oh yeah, du hast das Segel erhalten. Setze es, wenn du dich an Bord des Bootes befindest. Ahoi! Du, da hast du aber wirklich einen guten Kauf getätigt, glaub mir, mein Freund. Immerhin verdanke ich diesem Bootsegel mein Leben, da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird es dir auch so wertvolle Dienste erweisen. Ja, natürlich, das denke ich schon. Jetzt habe ich echt schon geglaubt, ich muss 200 Rubine zahlen, aber der hat ja gesagt, oh, du hast ja dem Typen geholfen, verlange ich nur 80 Rubine. So viel hat er ja in der Gamecube-Version auch verlangt und damit habe ich eigentlich jetzt auch gerechnet. Also für einen ganz kurzen Moment habe ich schon geglaubt, der will mich hier verkackeiern. 200 Rubine verlange ich, mein gut, ich hätte es mir sogar auch leisten können, aber 80 Rubine sind mir ja dann doch lieber. Okay, Leute, bevor ich hier noch ein bisschen mehr auf der Insel rumspazierend noch andere Sachen erledige, werde ich diesen Part jetzt mal beenden. Im nächsten Part werde ich aber auch noch nicht sofort zum Roten Leuenkönig zurückgehen, sondern noch ein paar andere Dinge. Oh, seht mal, hier ist ja doch schon eine Flasche. Cool, das ging ja schnell. Bin gespannt, wer hier geschrieben hat. Achso, gut, habe ich jetzt einfach mal aufgesammelt. Gut, die werden wir uns vielleicht auch mal im nächsten Part dann angucken. Aber wie gesagt, jetzt ist erstmal Schluss. Das war's für diesen Part von Wind Waker HD. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Tschüss.